Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der F1 Scorecard zusammen mit Jan. Hi. Hi. Regen. Alter, wie du, Junge, wie du reingeschrien hast. Regen. Ja, Regen. Oh, aber nur am Ende. Ja. Uiuiui. Österreich, Leute. Letztes Rennen. Erster Doppelsieg für Red Bull. Jawohl, erster und zweiter. Das war mega, mega geil. Wer das nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Und, ja, natürlich wieder aus beiden Sichten. Das Heimrennen. Das Heimrennen für Red Bull Österreich. Wie gesagt, natürlich aus beiden Sichten könnt ihr nebeneinander öffnen. Das ist immer das Beste. Aber beide Kanäle auch gerne abonnieren, da verpasst ihr nichts. Aber beide Kanäle einfach abchecken und das Video nebeneinander öffnen ist mega. Ja, hier zu Hause, wisst ihr Bescheid, muss ein weiterer Doppelsieg her. In der Konstrukteur könnten wir durch einen Doppelsieg Mercedes überholen. Und sofern ich, glaube ich, Erster wäre, könnte ich auch Hamilton überholen. Wenn ich Zweiter wäre, glaube ich nicht. Aber wenn ich Erster wäre, könnte ich ihn, glaube ich, überholen. Je nachdem, wo er halt ist. Wenn er jetzt rausfliegt oder so, dann, naja. Ja, dann würde ich sagen, das ist das Ziel. Den kriegst du. Jawoll. Wärst du raus? Ja, du bist draußen, glaube ich. Ja, ich bin rausgefahren. Ich guck mal wieder ein bisschen zu, gell? Ich fahre ja immer da mit mir. Hier kann man ja viele Runden fahren, weil die relativ kurz sind. Das heißt, man hat... Weiß ich gar nicht mehr, wie kurz die waren. Ich fahre trotzdem einfach immer zwei gezeitete. Also diese fünf Runden, diese typischen immer. Ja, das mache ich auf jeden Fall auch das so. Das mache ich immer. Junge, da hättest du fast das Schild mitgenommen gerade eben. Ja, ich bin gerade dabei, umzustellen. Ich sehe da, wie du auf deine Knöpfchen drückst. Ah, Mann. Ja, wie gesagt, ich bin echt gespannt. Boah, das mit den Pedalen ist jetzt so ungewohnt, Leute. Ich habe ja gerade nach der... Boah, ich kann jetzt auch viel direkter bremsen. Ist viel geiler. Boah. Boah, ja. Boah, ja, schleck mal. Ja. Oh, Mann. Ja, auf jeden Fall. Boah, ich sehe ja schon direkt, das wird eine absolut lilane Weltrekordzeit. Meinst du? Nee, weiß ich nicht. Meinst du? Nee. Nee. Oh, Scheiße. Nee. Oh Gott. Da muss ich gerade wieder an dieses Kind denken, das da so nee reinschreit. Ah, YouTube-Kacke ist geil. Oh, Mann. Ja. Wir haben ja gerade aufgenommen, also wir nehmen hier drei Rennen hintereinander auf. Hier jetzt Österreich, danach England. Und hier vor Österreich haben wir Frankreich aufgenommen, also alles hintereinander. Heißt, wir sind zwar eingefahren, aber auch vielleicht ein bisschen kaputt, weil jedes Rennen dauert einfach eine Stunde. Also drei Stunden quasi hintereinander fahren, ist natürlich schon anstrengend, Leute, müsst ihr berücksichtigen. Was wir hier für euch leisten, der Wahnsinn. Sirotkin! Das ist halt echt so ein Wehrlein, Alter. Oh, Erster, jawoll. Alter Vater. 2,2 Sekunden besser als Bottas. Erster, zweiter und dritter Sektor lila. Was eine Maschine, Alter. Maschine? Und das, obwohl ich mich so hart verbremst habe. Ja, das heißt, du kannst noch krasser fahren. Ja, mach ich auch mal direkt. So ein Angeber, Alter. Nein, hast du es nicht gesehen? Was passiert? Nee, ich guck gerade auf die. Ach so, ich war gerade in der Bande. Was in dem Moment, grad? Wo du das gesagt hast und dann ich und so. Vielleicht auf eine Lücke warten. Aktuell sind viele Wagen draußen. Das aber es ist nicht kaputt gegangen. Habe ich leider nicht gesehen, sorry. Boah, aber das ist mit dem Reifen. Alter. Ja, es fahren voll viele in der Inlap, aber auch voll viele in der Outlap. Das will mich eigentlich verarschen. Naja. Ich warte noch. Zeit habe ich genug. Da kommt er. Und hinter ihm ist... Alter. Ich weiß nicht, wer hinter dir ist. Aber auf jeden Fall ist jemand nah hinter dir. Oh, Alter, wie das aussah. Ja, ich musste gerade auf Hotlap stellen. Bei mir hat's erstmal die Kamera so... Die hat halt nicht umgeschwenkt und dann kam halt die neue Perspektive, wie du auf einmal so ultra komisch, so voll hysterisch nach links lenkst über den Rasen fährst. Echt? Da war Rasen? Ja, voll. Das hat's voll weggefetzt, deswegen sah es so witzig, aber. Naja.
Yeah, vorbeirast, Alter. Alter, diese Stelle. Du hast den Curb ordentlich mitgenommen. Ja, das ist einfach rot, die Stelle. Ja, mal gucken, wie ich fahre. Ich habe auch keine Ahnung. Also wie gesagt, wir haben die nicht richtig Training gefahren, weil richtig Training, dafür hatten wir keine Zeit, aber mal kurz Zeit gefahren. Ein, zwei Runden. Oder halt drei, vier, keine Ahnung. Aber du scheinst ja flott unterwegs zu sein. Aber die Pedale, das macht schon einen Unterschied irgendwie, aber... Du hast jetzt hier richtig rein, Alter. Der hat mich nicht verbessern, glaube ich. Sieht echt schnell aus. Nee, jetzt sowieso wegen ja, dem, wegen ich fahre in die Box. Wegen dem Trottel auch. Also ich kann meine Runde noch locker verbessern, um irgendwie eine Sekunde oder so, glaube ich, aber... War dann doch jetzt ein bisschen Verkehr. Ich meine, das Sirotkin hat ja meine erste Runde auch ein bisschen eingehasselt. Da bin ich ja sowieso vorausgekommen. Naja. Mal gucken. Okay, dann fahren wir mal raus. Während du reinrollst, warte ich, dass ich rausroll. Perfekt. Wie wir das machen. Komm auch gleich wieder raus. Fährst du nochmal, ja? Ja, klar, ja, doch, auf jeden Fall. Also, ich würde ja auch gerne nochmal eine Pull haben, ne? Nochmal eine bessere? Bis 2,2 ja. Sekunden von dem anderen Mann. Ach, du willst nochmal gegen mich verteidigen, oder was? Ja, Alter. Muss ich, ja. Meinst du, ich bin so krass? Ich glaube schon. Also, auf die Zeit kriegst du auf jeden Fall einfach. Kannst du, glaube ich, so 1-2 Sekunden schneller fahren als die Zeit. Alter. War, ja, aber die war weiß nicht. Ja, die war 2,2 Sekunden besser als der Bottas, als der zweite. Ja, aber deswegen, trotzdem... Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was ich für eine Zeit... Du hast doch gesehen, wie ich da rausgekommen bin. Keine Ahnung, was ich da für eine Zeit jetzt fahre. Aber ich hätte jetzt nicht eingeschätzt, dass ich die so krass besser fahren würde. Kann vielleicht sein, aber ich weiß es nicht. Bin gespannt. Ich auch. Also ansonsten war die Runde eigentlich gar nicht schlecht, aber die eine Stelle war halt kacke. Die hat aber, glaube ich, ziemlich gekostet. Bisschen langsamer hier fahren. So, wo bist du denn jetzt gerade? Ah, du bist genau gegenüber von mir. Mhm. Ich fahre, ja, knapp 200 bloß. Los. So krank, alles fühlt sich an wie 80 oder so. Ja. Es wird schon blaue, gelbe Flagge angezeigt, weil ich so langsam bin. Was? Du fährst nur 200? Gelbe Flagge. Instant. So, erste gezeigte Runde, let's go. Mal gucken. Du hast ja gesagt, ich hole auf jeden Fall richtig gut ein. Weiß ich jetzt nicht. Ja, das schaffst du schon. Jo, wie schlecht, das war richtig kacke. Also mit der ersten hole ich dich mal wieder nicht ein, das ist eigentlich immer so. Und Österreich hat doch 3 DRS. Ich war mir ja, nicht sicher, weiß. Aber hat doch 3 DRS. Hatte ich eigentlich gesagt. Ja, hattest du gesagt, aber ich habe irgendwie nur 2 gemerkt. Der eine habe ich anscheinend übersehen. Also mit der Runde fange ich überhaupt nichts an, mit der bin ich ja richtig schlecht, Alter. Mit der Runde, meiner aktuellen, werde ich mich aber auch nicht überholen. Alter, muss auf jeden Fall. Oder doch, oh krass. Muss auf Alter. Jeden Fall nochmal eine bessere. Junge. Ja. Oh, ich bin zweiter. Also was? Ich bin zweiter mit so einer Scheiße. Ich war eigentlich, also meiner Achtung nach wäre ich irgendwie so 12 oder so. Scheinbar gar nicht so schlecht. Die Runde war offensichtlich, bis auf die doofe Haarnadelkurve, absolut gut von mir irgendwie. Ich habe mich nochmal eine halbe Sekunde verbessert. Okay. Fährst du nochmal 5? Ja.
Weil, naja, man hat hier nicht wirklich eine Reifenabnutzung, also die ist echt gering, deswegen. Wäre es vielleicht auch nochmal eine schnelle, oder? Ja, klar. Ich habe jetzt eine langsame und dann gleich immer eine schnelle. Ich power jetzt schon mal auf Hotlap und auf Maximum. Ist deine letzte schnelle Runde dann? Ja, theoretisch schon. Also ich fahre jetzt genauso scheiße wie bisher. Vor allem, weil ich hier andere Leute hier wieder vor mir habe. Aber eigentlich... Hört sich nicht gut an. Eigentlich war es geplant, dass es meine letzte schnelle ist. Was müssen diese Typen jetzt auch rausfahren, Alter? Jo, die Haarnadel, Alter. Ciao. Also ein bisschen besser werde ich, aber dich werde ich wahrscheinlich nicht einholen. So, mal gucken, ob ich mich nochmal verbessern kann. Ich guck auch mal wegen der Reifenabnutzung gleich nochmal. Aber ich habe eh kein Benzin, ja, ist scheißegal. Ich fahre nur noch die schnell. Nochmal raus, habe ich keinen Bock. Oha, da habe ich jetzt gerade was Gutes gemacht. Gutes gemacht? Ja, da habe ich gerade was Gutes gemacht. Also so krass zu spät gebremst. So krass. Okay, ich kann mich nicht mehr verbessern, ich habe einen roten Frontflügel. Okay, das ist nicht geil. Ich hätte mich aber nochmal auf jeden Fall weit verbessern können, also. Also ich bin. Ja, ist okay. Box. Box. Boxenstopp. Boxenstopp. Hey, Boxenstopp. Boxenstopp. Er macht's? Ah, jetzt. Ja. Man kennt ihn. Oh, Mann. Also, ich bin 1,77 gefahren. Ich bin 1,73 gefahren. Ja. Ist okay. Ist okay. Hätte bis besser laufen. Crash gerade war ich nochmal 13 schneller. Also ich hätte vielleicht 1,6 geschafft. Hätte besser laufen können. Ja, wie gesagt, es bringt im Endeffekt bringt's wahrscheinlich nichts. Naja, also ich meine, ist ja auch egal, also. Hm. Erst nochmal raus. Nee. Okay, Pole Position. Ich krieg schon wieder gelbe Flagge, weil ich zu langsam. Ey, bitte keine Strafe. Ich gebe schon Gas, kein Problem. So, wir können cutten, wenn du willst. Ja, cutten. So Leute, da sind wir wieder. Erster und zweiter Platz. Mal ja. Wieder, yes, das ist mega geil. Diesmal startest du auch von der Pole, auch geil. Bottas auf Platz 3, Vettel Platz 5. Raikön ist nur auf Platz 7, ja. Ja, der also der eigentlich Platz 1 insgesamt verteidigt in der Rangliste, ja, der ist nur auf Platz 7. Das bedeutet, das ist für mich. Ja, für aber uns. Aber natürlich auch für uns beide eigentlich ziemlich gut. Auf jeden Fall. So, jetzt, Leute, jetzt wir kriegen interessant, ja. Ungefähr 45 Minuten, da müssen wir unsere Strategie erstmal anpassen. Ein bisschen. Und ich möchte einmal, bitte nur einmal einen guten Start. Ja, ja jetzt startest du ja von der Pole, da kriegst du jetzt einen geilen Start. Ich meine, ich. Okay, er schlägt mir sogar lila vor. Gelb schlägt er mir sogar vor, ja. Hätte ich, nee, hätte ich das vielleicht sogar gemacht. Wobei, ja, ja lila-rot ist ja nicht viel langsamer. Ja, ich. Zwei Sekunden. Ich nehme die lila-lila-rot-Strategie, aber wechsel lila und rot. Dass du lila-rot und dann wechseln, ne? Ne, komm, ich bleib bei lila-gelb. Also deine Strategie ist bestimmt gut, wenn man sagt... Wie viele... Warte... Wenn man sagt, man wechselt... Man fährt mit lila, dann rot und dann auf Intermediates. Das wäre eigentlich perfekt. Aber da ist halt die Frage, du weißt nicht, wann die Intermediates kommen. Ja, aber... Rot sollte ausreichen. Ich probiere es mit Gelb. Es könnte entweder... Aber zwei unterschiedliche Strategien ist auch spannend. Ja, 39. Alter, ich will nicht so viel. Ja, hat mir auch 39,5 oder so. Nee, ich mach... Mach 37,5. Ja, ungefähr. So, Rennen starten. Bitte, einmal einen guten Start, wie gesagt. Naja, jetzt bei der Einführungsrunde braucht man keinen guten.
Ja, ne, hier will ich auch keinen guten. Aber so, guck mal, ich meine, ich überhole dich ja meistens trotzdem relativ früh nach dem Start. Ja. Ich meine, du steckst aber auch sehr freundlich zurück, also. Eben. Das kann man nicht als absolutes Überholmanöver eigentlich bezeichnen. Ja, weil ich. Aber. Wenn man. Es ist halt einfach so, man soll halt untereinander im Team, vor allem wenn wir jetzt hier über Teamspeak labern, dann als ob ich da jetzt dann, ja, wie gesagt. Naja. Man bekommt halt das zweite Windschatten, das wird bestimmt jetzt auch so sein, dass ich an dich rankomme. Ja, genau. Und je nachdem, aber wenn du dann sagst, nee, kein Bock, dass du vorbeigehst, dann bleib ich halt wieder ein bisschen zurück, dass wir ein bisschen Abstand haben. Hä, was? Was denn? Er hat mir gerade gesagt, in 15 Minuten gibt's Regen. Was? Er hat gesagt, es wird in diesem Rennen Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Wetterbericht? Ich glaube, das kann er nicht sagen, ne? Ja, doch. Hat er mir auch gerade gesagt. 15 Minuten. Ich habe das DRS nicht umgestellt, als ob der Computer hier schon übernimmt. Ich hab's umgestellt. Ich glaube, ich habe sogar auf 100% jetzt so. Ah, das ist gerade automatisch gemacht. Okay, das ändert. Wow. Also. Dann. Warte. Würde ich ja. Synchro. Ich frage im Rennen nochmal nach. Der würde uns da ja auch nochmal. Ja, ja, das können wir auf jeden Fall machen. Nochmal nachfragen. Also, entweder lange mit Lila rausbleiben oder Lila. Ja, wobei Lila ja. Lila geht ja bis Runde 12 oder so, hat er mir gesagt. Ja, Runde 13 war, glaube ich. Ja, oder sowas. So, also es ist dann knapp ungefähr 15 und, Minuten. Ja, das sind ungefähr 15 Minuten. Aber es ist ja dann erstmal nur Regenanfang. Ja, wir müssen einfach gucken. Vielleicht sagt er ja jetzt auf einmal ja doch 20 oder was weiß ich. Ja, genau. Was der von mir will. Ich bin wieder nach links abgedriftet. Hamilton zieht, Bottas ist das, zieht vorbei. Oh, Scheiße! Oh, Alter! Wo kommst du denn her? Sorry! Was? Ich muss dich vorbeilassen. Unerlaubtes Überholmanöver gegen dich. Was? Wie unfair ist das denn? Jetzt bin ich Fünfter! Ey, er dreht mich! Oh, ich bin raus! Gott. Ja, ich bin raus! Safety Car! Fick deine Mutter, Alter, was ist das? Ey, deine Mom, was soll denn die Scheiße? Hab Angst. Ey, ich wollte den Doppelsieg und jetzt fickt mich dieser Arsch in der ersten Runde. Raus? Ja, natürlich. Junge, mich hat sowas von in die Leitplanke gerammt, aber sowas Ey, von. Ist beim Heim Grand Prix von. Oh mein Gott. Ja, meinst ich kann. Hier stehen alle, Alter. Hier stehen alle. Ich sehe es auf der Karte. Mann, die töten mich doch gleich wieder. Junge, der hat mich sowas von weggekickt, Alter. Boah, du kannst aber Thumbnails machen. Ja, ich kann jetzt alles machen. Also ich bin. Ey, Mann! Mann, immer bei so coolen Strategierennen, wo und es immer mit Regen bei coolen Strecken. Ja. Österreich ist viel besser als Ding. Mann, hier hätte so viel Cooles passieren können. Und wir hätten das auch als Doppelsieg fahren können. Es war mein Fehler, muss man ganz ehrlich sagen. Naja, das Raikön oder ich glaube, es war Raikön. Nee, ja, ja, aber du musst überlegen, man, je nachdem, wie man sieht. Also ich bin in der ersten Kurve, habe ich ja, zu okay, spät gebremst. Stimmt. Das stimmt, da wirst du absolut reingeschossen. Da habe ich viel zu spät gebremst. Dadurch kam eben das zustande, dass du aus Versehen halt dann unerlaubt überholt hast. Du musstest mich zurücklassen und Raikön hat irgendwie Gas gegeben und hat mich da weggerammt. Also mich hat sowas von in die Leitplanke gefetzt, in die Leitplanke, vor allem in die Bande. Da hat es den Reifen, ich konnte mir mein Auto überhaupt nicht mehr unter Kontrolle kriegen. Das ist verdammt traurig, ich könnte gerade heulen, weil es lief gut. Monaco gewonnen, Kanada... Eine Kollision mit Safety Car verursacht. Monaco gewonnen, Kanada Dritter, dann Dingens gewonnen. Frankreich. Das ist so krass, bei Kanada, bei Monaco war nicht so ein großer Unfall und jetzt hier sowas, ey, was hier passiert ist schon in den ersten beiden Kurven. Ey, mich hat so weggefetzt, ne? Oh, das, ich kann echt gar toll, ne? Ohne Vettel Spaß. Auch raus? Nee. Ich meine, Raikön ist Platz 3 sogar. Sirotkin ist raus, glaube ich.
Mir sind dann ganz, ganz viele draufgefahren, weil ich bin ja wieder auf die Strecke gerutscht. Ich konnte ja gar nichts mehr machen. Der Bildschirm war schon grau, mein Auto ist auf die Strecke gerutscht, deswegen sind ja auch alle stehen geblieben. Also ja, das war... So einen Unfall hatte ich selten. Der war echt heftig. Also wäre der in echt, glaube ich... Der Fahrer wäre auf jeden Fall verletzt. Das war... das war echt heftig, keine Ahnung. Boah, ey, ich könnte... Aber das ist für die Reifen und für die Strategie gerade... Ich könnte mich so aufregen jetzt, ne? Wetterbericht. 10 Minuten. Ja, das ist voll gut, dass Safety Car jetzt da ist. Ja. Naja. Okay. Wie gesagt, ich könnte mich so aufregen. Ich könnte jetzt noch das ganze Rennen mich darüber aufregen, während du fährst, Alter. Also, ich kann jetzt bei Jan vorbeischauen. Da wird es auch die zweite Folge geben. Bei mir gibt es die zweite Folge nicht. Ja. Ist sehr interessant, ist sehr geil. Freut mich auf jeden Fall nicht. Ja, wie gesagt, das ist echt... Es hätte so geil laufen können. Ja. Bekommen auch wieder Stop-and-Go-Strafe. Echt? Ja. Oh, okay. Du musst mir gleich genau. Dann irgendwie mal ja, also ich bin sagen, jetzt wie die dann wechseln und ob die genau. Vielleicht, ob ein paar sogar schon... Ich kann mir gut vorstellen, dass die einfach ganz normal nach ihren Runden dann trotzdem an die Box gehen, auch wenn hier gerade Safety Car draußen ist. Ja, wie gesagt, also ist egal. Okay, verkackt, schade, machst du nix. Ich bin jetzt bei Jan, Boxenstopp, Assistent, was auch immer. Schaut vorbei. Das war's von meinem Part, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.